Hallo ihr Lieben, ich habe es nicht lassen können. Es ist so schön hier und ich wollte euch kurz mal mitnehmen in diesen wunderschönen Abend und diese fantastische Abendstimmung. Ich bin gerade am Mondsee und wow, fantastisch, so schön. Man kann echt so dankbar sein für unsere Erde, unsere Natur und die Verbundenheit empfangen und den Beitrag zu empfangen, den unsere Erde ist, die ganze Zeit. Es ist so wunderschön. Und in diesem Überraschungs-Facebook-Live hier am Mondsee, wunderschön, wollte ich mal kurz Hallo sagen. Hi Simone und hi Andrea, schön, dass ihr da seid. Ich war gerade so inspiriert von der Schönheit hier. Ich schaue mal, ob es vielleicht ohne, ja, es geht auch ohne Sonnenbrille. Das ist mir lieber. Einfach dieses Durchatmen und volles Empfangen. Und ja, ich wollte mal vielleicht gemeinsam heute diesen schönen Sonnenuntergang mit euch genießen. Und ich war gerade so inspiriert, weil ich habe gerade hier ein Achterl mit der Mama getrunken, während wir diesen schönen Sonnenuntergang betrachtet haben. Und ich habe mir gedacht, hey, was für eine Inspiration die Natur ist, die ganze Zeit. Also man kann echt so viel lernen. Zum Beispiel dieses sich nicht zu verstecken und sich immer zu zeigen. Und zum Beispiel die Sonne, ja, die zeigt sich, wenn sie Lust hat. Und wenn, dann aber volles Ding, ne? Da echt so, da muss man sich mal ein bisschen einschmieren, Sonnencreme und so. Und dann, wenn sie nicht will, dann halt nicht, ne? Dann ist halt da so Wolken. Aber die Natur hält sich nie zurück, die hat keine Bewertungen über sich, die kommt gar nicht auf die Idee, sich zu bewerten oder zu glauben, ich bin zu viel. Hat die Sonne jemals schon mal gedacht, sie ist zu viel? Hält die Sonne sich jemals, ja, wirklich, wie du sagst, Andrea, die Natur ist echt ein mega Lehrmeister und man kann sich nicht oft genug daran erinnern, da ist gerade ein Nacker da vor mir, ich bin ein bisschen abgelenkt, okay, ich bin wieder da. auch das ist Natur. Und es ist echt so cool, sich inspirieren zu lassen von allem um sich herum und diese Verbundenheit zu haben. Und gerade mit diesem Thema zeig dich und halt dich nicht zurück. Was viele Menschen machen, ist so gerne sich in diese kleine Box von das bin ich und das ist mein Leben. Also alle Definitionen, die man hat über wer man ist und wer man nicht ist und was sein Leben ist und was nicht sein Leben ist. Und dann diese ganzen Definitionen loszulassen und zu sagen, hey, wer bin ich oder wer möchte ich jetzt gerade sein? Wozu habe ich Lust in diesem Moment zu sein? Ja, so machen wir es mal gemeinsam, so einfach nur zum Ausprobieren, ja, und zu schauen, was kommt, was wird einem bewusst, wenn du alle Definitionen loslässt über wer du bist, was du bist, alle Definitionen, die du vor diesem Jetzt hast und dich vollkommen undefinierst, ja, so wie du jetzt bist, deinen Körper undefinierst, dein Sein undefinierst, dein Leben undefinierst und einfach mal dir ein paar Minuten und ein paar Momente gibst von, okay, ich muss jetzt gar nicht wissen, wer ich bin und ich muss jetzt auch gar nicht wissen, wer ich bin in Bezug zu dieser und dieser und dieser Person, in meinem Leben einfach mal nur Hallo Welt, Hallo See, Hallo Sonne, Hallo Berge und Hi. In dem Moment wirst du sehen, was für einen viel direkteren Zugang du hast zur Welt. Wie viel mehr du mit der Welt interagieren kannst, als du vorher jemals konntest. So alle Definitionen, die dich davon abhalten, mit der Welt in Verbundenheit zu treten, mit allem um dich herum in Verbundenheit zu treten und wo alles dir ein Beitrag sein kann, und alles, was das ist, alle Definitionen, die dir da im Weg stehen, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and beyonds. So eines von diesen wunderschönen Möglichkeiten ist wirklich, auf Englisch sagt man to engage with the world, also wirklich mit der Welt in Verbundenheit zu treten und sich nicht mehr in eine kleine Box verstecken und sich denken, es mag mich eh niemand, ich bin eh nicht interessant und was ich zu sagen habe, interessiert eh niemanden. Nö, das sind deine Schlussfolgerungen. Und wenn du dann mit Menschen sprichst, kannst du immer noch vorher fragen, können die das hören, was ich zu sagen habe oder sind sie daran interessiert, das, was ich zu sagen habe? Und wenn ja, kann man was sagen. Und wenn nicht,
Na, dann ist es immer am besten auch mal nichts zu sagen. So auch nichts zu sagen ist ein tolles Werkzeug. Weil wenn man sagt, ich zeige mich, denkt man immer, jetzt muss ich mich zeigen und ich muss jetzt laut sein, ich muss so. Alle Definitionen, die du darüber hast, wirst du es wieder zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys and beyond. Sich zeigen kann auch einfach mal nichts zu sagen sein und einfach mal nur zu sein. Und da kommen oft viele Definitionen, die man abgekauft hat. Ja, dann bin ich schüchtern oder dann bin ich immer die der Bremser ist oder die Langweilige. Ja? So wie viele Definitionen hast du abgekauft, dass wenn du mal nichts sagst, weil du weißt, es ist nicht die Zeit, etwas zu sagen, dass du dann gleich der Langweilige bist, der Partypooper, der Bremser. Alles, was das ist, wirst du wieder zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys and beyonds. lustig, wie das so funktioniert. Und dann, wenn man einfach nur ist, ich denke immer an, weil ich vorher gesagt habe, die Natur, ne, was die für ein Lehrmeister ist. Und die Andrea hat das auch geschrieben. Auch Tiere jetzt zum Beispiel, ne? Hunde, die sind auch einfach nur und sagen nichts. Ja, die machen manchmal Wuff oder irgendwie so. Aber die haben so eine Präsenz. Und das verändert jeden Raum, in den die treten. Und wer kriegt Aufmerksamkeit? Ja, oft die Babys und die Hunde und die Katzen und sonstige, weil die einfach ein Niveau an Sein haben, undefiniert, einfach nur Hallo, gemütlich, Christi Michaela. Und dann ist das so eine Anziehungskraft. Ja? Also man ist so unwiderstehlich und so anziehend, wenn man nicht die Notwendigkeit hat, jemand in dieser Welt zu sein und sich nicht als irgendjemand zu definieren. Und wenn du schaust, die Stars in unserer Welt, ne, die meisten haben irgendwie die Notwendigkeit, irgendjemand zu sein, ich bin der, lalalala. Und dann haben die so eine Verfestigung in der Welt, wo sie ihr Image aufrechterhalten müssen, was wahnsinnig anstrengend ist. Und dann glauben die meisten Menschen, also andere Menschen, die auch Erfolg haben wollen, nehmen diese Menschen als Referenzpunkt und denken sich, ja, da muss jetzt auch so sein, da muss ich jetzt auch jemand in der Welt sein, ja. Und dann wird man halt so komisch solide, was überhaupt nicht sexy ist, ne. Und so alles, was das ist, wirst du es wieder zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys. Und als Humanoid, als suchender Mensch, denkt man sich dann, naja, wenn das so ist, dann habe ich keine Lust auf in die Welt hinauszutreten, weil so irgendwie solide herumzutanzen ist auch nicht mein Ding. So, was ist deine Art, deine Stimme in der Welt zu zeigen? Was weißt du und auf welche Weise würde es dir Spaß machen? Und alle Definitionen, die du darüber hast, dich davon abhalten, deine Stimme in der Welt hören zu lassen und zu genießen und zu nutzen, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys and beyonds. Mit der schönen Natur. Ist das nicht fantastisch? Wowie, wowie, wowie. I love it here. Es ist so schön. wollte nur mal kurz Hallo sagen und mit euch den Sonnenuntergang genießen. Und euch ein bisschen rumführen hier im schönen Mondseeland. Herrlich, was? Wow. love it. Ja. Danke dir. Und vielleicht war das eine Inspiration für euch. Und vielleicht hörst du es dir noch einmal an, weil da waren ein paar Clearings dabei, die man gerne für sich weiterlaufen lassen kann. Diese Sache mit den Definitionen, die hast du sicher jetzt schon ein paar Mal gehört, in verschiedenen Videos oder vielleicht in Kursen, die ist immer noch aktuell. Das ist immer noch eine riesengroße, heiße Sache. Weil, weißt du, mal wirklich sich bewusst zu werden, wie Definitionen begrenzen. Zum Beispiel heute bin ich mit dem Rad hierher gefahren. Ungefähr 1,5 Stunden bergauf und war recht schon anstrengend. Und dann habe ich am Rad mir gedacht, wow, wie viele Definitionen habe ich über mich und Sport? Ja, weil oft tut man sich so man überlegt sich, bin ich eher sportlich oder bin ich weniger sportlich? Bin ich übermäßig sportlich? Und dann tut man sich das so ein bisschen teilen oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, alle Definitionen, die ich habe über mich und Sport und über mich in Bezug auf Sport und über meinen Körper in Bezug auf Sport, das zerstören und kreiere ich, pot, pock. Und habe das ein paar Mal laufen lassen und plötzlich kam so viel Energie in meine Welt und meinen Körper und es war der Hammer. Und plötzlich bin ich da wie eine Wilde drauf losgeradelt bis hierher zum See
war nachher noch fit und dann war ich noch schwimmen und dann so, ich habe mich überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Ich war total überrascht über mich selbst, weil ich habe es immer gern gemütlich, so große Anstrengungen. Ich bin ein Hedonist, ich genieße gerne, aber mich da tortieren mit irgendwelchen Anstrengungen ist nicht mein Stil. Aber dann zu merken, ja, wenn ich die Definitionen loslasse, boah, da geht was weiter, da kommt eine Kraft in den Körper rein. Das war schon sehr steil, ja, muss ich sagen, war echt cool. So wie gesagt, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Schön, dass wir gemeinsam diesen Sonnenuntergang genossen haben hier am Mondsee. Und vielleicht waren das ein paar Inspirationen für dich in Bezug auf deine Stimme, auf dich zeigen, auf Definitionen. Und wie gesagt, hör dir das noch einmal an, weil da waren ein paar Clearings, die kann man sicher gerne noch ein paar Mal laufen lassen. Und wenn du mehr möchtest, es gibt einen Right Voice for You Kurs am Mondsee, nämlich hier. 3. bis 5. August. Und der hat keine Voraussetzungen. Der nächste ist erst wieder in Wien im September, den ich halte. Aber 3. 5. August am Mondsee. Ich freue mich riesig auf das, was jetzt möglich wird. Wünsche ich einen wunderschönen Abend. Mua! Tschüss!